Hat sich nicht gelohnt, ist aber egal. Wir wollen eh eine Long Rest machen. Auf der anderen Seite, wenn das aus unserem Hinterteil rauskommt, brauchen wir das ja nur einmal gegen den Totenschädel reiben. Zur Hölle sind wir hier denn jetzt hingeraten? Und warum sind alle tot? Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, letztes Mal sind wir hier angekommen und haben uns zum Assassinen von Baal erklären lassen. Und jetzt ist die Frage, sollen wir unseren lieben Onkel hier um die Ecke bringen? Oder sollen wir das lieber sein lassen? Also eigentlich steht ja unserem Vorhaben ja im Weg. Die Sache ist, es werden hier vielleicht noch Leute von draußen reinkommen. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal versuchen. Dementsprechend teilen wir unsere Leute hier aber ein wenig auf, sodass die, sag ich mal, von verschiedenen Seiten angreifen können. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass uns die Echos auch angreifen werden, oder? Von daher wäre es vielleicht eine Frage, ob wir die fokussen sollten. Ich weiß auch nicht genau, was wir mit Dixis machen. Ich glaube, der kann vielleicht auch hier zu Istirion hoch. Und Shadowheart bleibt hier unten und tankt das Ganze. Vielleicht sogar direkt bei ihm hier, dass er nicht zu Gale hinlaufen kann. Also ja, können wir mal gucken. Können wir mit Asterion hier schon irgendwen erreichen von hier? Können wir auf diese... Not enough space? Ach komm, Asterion, stell dich nicht so an. Ja, ich glaube, das ist schon die beste Position. Es sei denn, ich kann hier nicht hochfliegen, oder? Das wäre eine optimale Position. Nee, nirgendwo hier auf der Kante ist leider Platz. Hätte mich auch gewundert, aber das wäre schon cool. Hier oben auch nicht, ne? Not enough space. Ja, die Sache ist, Tyrion muss den Schuss abgeben. Das einzige Problem ist, wir kommen von hier an niemanden wirklich dran. Was ist, wenn Gale versucht, so ein... sowas hier zu machen? Ja, fangen wir doch einfach mal damit an. Okay, das Problem ist, die sind jetzt, die haben noch nicht regeneriert. Das heißt, wir könnten noch einen Anger hier hin machen. Und jetzt sind wir im Kampf. Aber der eine hat die Flucht ergriffen, was ganz praktisch ist. Ich weiß nur nicht, ob der auch wieder in den Kampf reinkommt. Aber naja. So, Asterion, dann zeig doch mal, was du kannst. Das Target ist jetzt nicht mehr außerhalb deiner Reichweite. Das ist doch optimal. Dann. Feuer frei. Okay, Reroll. Wunderschön. Damit ist einer schon fast tot. Wir haben... So, du hast zweimal geschossen. Ja gut, zieh dich einfach ein bisschen zurück, dann können die uns nicht in ihren AOE verfangen. Der ist, glaube ich, nicht mit im Kampf, ne? Der steht hier einfach nur rum. Das ist ja wunderschön. Und Gale ist aber irgendwie auch nicht mit im Kampf. Was auch sehr interessant ist. Kannst du hier einfach nochmal so eine Eisfläche hinmachen? Ich überlege auch gerade, bis wohin könnten wir denn jetzt überhaupt kommen? Können wir hier runterspringen? Das tut weh, ne? Ja. Natürlich tut es weh. Dann machen wir vielleicht erstmal unseren Move mit Shadowheart. Vielleicht einfach so einen Insektenschwarm. Weil das kann sie von hier einfach machen. Und jetzt ist er mit im Kampf. Was aber grundsätzlich auch nicht so schlimm ist. Und sie ist auch gar nicht an der Reihe gerade. Der Imp liegt vielleicht einfach mal hier runter und lenkt ihn so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob wir ihn angreifen können, ohne in den Insektenschwarm reinzugehen. Ja, doch, können wir tatsächlich. So, Gale ist jetzt auch mit im Kampf. Dixis, du kannst du ihn angreifen? Und hier vielleicht so? Weil dann können wir ihn nämlich, glaube ich, in den Hangar zurückstoßen. Ja, hier brauchen wir keinen Luck. Hier brauchen wir auch keinen Luck. Hätten wir bei dem... Achso, nee, das ist ja immer nur, wenn wir... Das ist ja nur, wenn wir treffen können, wenn wir das in Crit verwandeln. Aber ja,
glaube, wir hätten noch eine Bonusaktion, vielleicht eine Stage Fright. Die ist, glaube ich, ganz angebracht. Können wir nämlich genau hier so hinmachen. Wurden leider alle gesaved außer einer, aber das passt schon. Und dann gehe ich hier vielleicht mal noch ein bisschen an der Seite, dann können sie dich von unten nicht angreifen. Oh, die können fliegen. Das ist eventuell nicht so gut. Heal. Das wollen wir eigentlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir einen Counter-Spell ausgeben wollen. Warte mal, wen will er heilen? Wie viel heilt das denn? 70. Ja, so viel Schaden hat er eigentlich noch nicht genommen, ne? Ja, dann machen wir nochmal den Backlash. Der Heal ist überhaupt durchgegangen? Nee, umso besser. So, kannst du ihn? Telekinesis hat nicht so eine hohe Trefferchance. Ich weiß nicht, was haben wir denn für Optionen? Old Person? Ist der jetzt nicht Humanoid? Was ist er denn? Ich meine, er ist ein Echo, klar, aber trotzdem. Die Frage ist, wenn ich hier unten eine Globe hinsetze und dann da reinspringe, kann ich auch gar nicht, weil ich erstmal hier runterklettern müsste. Ja, gut, dann klettern wir halt hier runter. Ja, Conjure Elemental wäre vielleicht auch eine Option. Wie sieht es denn jetzt nochmal hier mit so einem Eisregen aus? Das trifft ihn da hinten nämlich jetzt auch. Können wir ihn nämlich zum Ausrutschen vielleicht bringen. Warte mal, wo ist... Ist der andere auch gestorben? Sind die jetzt nur noch zu dritt? Das wäre ja optimal. Ja, dann bringen wir ihn einfach mal zum Ausrutschen. Das ist doch wunderbar. Du fliegst jetzt auch da raus. Und slows Shadowheart. Styrian, was können wir mit dir machen? Wahrscheinlich ihn da angreifen, oder? Wenn wir hier vielleicht ein bisschen näher hingehen. Es hat nur eine 25%ige Hitchance, aber andererseits, wir könnten vielleicht einen Dolchfächer hier runtersetzen. Einfach so ihn mit AOE bombardieren. Das wäre doch was. Er liegt ja da gerade sehr schön drin. Und dann können wir vielleicht noch so eine Offhand-Attack machen. Aber mach die bitte von da oben. Critical Miss, ja, nee. Für die Offhand-Attack brauchen wir keine Lackrollen. Er will hier durchsprinten. So aber nicht. Erstmal ein Crit von unserem Imp. Kommt der hier hoch? Kann er noch angreifen? Oh ja, er kann noch. Oh ja, er kann richtig angreifen. Ja, versucht das mal zu widerstehen. Hat leider nicht funktioniert. Und jetzt haut er auch wieder ab. Was für ein Feigling. Ja, wie sieht es denn mit einem schwarzen Loch aus? Hier so ein schönes Black Hole. Wodurch wir... Ja, maximale Distanz. Wupp. Wieder da reinziehen. Und das hat noch nicht hundertprozentig funktioniert, aber... Wir haben ja noch unseren schönen Eldritch Blast. Hat eine 35%ige Hitchance bei 3 Stück. Ich wollte gerade sagen, muss ja mindestens einer treffen. Und dann können wir nicht einfach die Leiter blockieren, dass er hier nicht hoch kann. So, Shadowheart, begib dich mal hier hin. Was passiert, wenn du ihn schubst? Wie weit kannst du ihn schmeißen? Gar nicht. Okay, gut. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal so einen Woundbeam auf ihn hier draufhauen. Mehr AOE. Wir müssen ihn ja langsam downbursten. Und dann gibt ihr selber... Achso, nee, das wird das Moonbeam durchbringen. Dann brauchst du erstmal nichts machen. Imp, stell dich einfach mal hier unten an die Leiter. Mehr brauchst du gerade nicht machen. Blockiere ihn nur den Gang nach oben. Können wir bei ihm eigentlich Hold Person machen? Es geht, aber er hat eine High Defense. Ja, komm. Immune to Hold Person? Was soll das denn? Ja, geil, dann bleib halt erstmal da. Styrian? Wir können ihn, glaube ich, immer noch nicht so angreifen, aber du kannst einfach mal... Er hat High Defense, ist das Problem. Ja, versuche ihn trotzdem mal so anzugreifen. Oh, nice Crit. Jetzt will er zu Gale, was soll das denn? Lass doch Gale in Ruhe. Wie häufig kann er denn zuhauen? Okay. Damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. Dixis. Kannst du noch ein Black Hole? Das kannst du doch recasten, ne?
Dadurch kannst du beide hier rüberziehen. Schön erstmal so. Wir wollen ihn allerdings nicht in die Richtung schießen. Ich weiß nicht, vielleicht einfach so eine Wall of Fire? Das wird die Dings vom Hangar abbrechen. Das wollen wir auch nicht. Dann vielleicht sowas einfach hier. Das macht doch ordentlich Damage. Setz das einfach mal hier so hin. Schön beide gedamaged so ein bisschen. Hauptsache, wir kriegen da erstmal die Ads weg. Du stellst dich jetzt einfach mal ihnen in den Weg und ruf am besten mal deine Spirit Guardians hervor. Ich weiß, es wird die Concentration brechen, aber das soll uns, glaube ich, nicht stören. Mach mal ruhig einen Rang 4er. Und bleib einfach mal hier so stehen. Imp, du fliegst auch hier hin. Und falls er abhauen will, kriegt er dann direkt 2 Attacks of Opportunity. Kannst ihn auch noch versuchen zu beißen und zu hauen und sonst was. Noch ein schöner Crit. Und Gale geht hier jetzt hin. Und macht eine schöne Thunder Wave und schmeißt sie da wieder rüber. Upp. Schade. Hätte ja klappen können, aber wir sind auf jeden Fall noch weit genug weg, dass wir einfach abhauen können. Wie wäre es mit einem schönen Cloud of Dagger? Aber genau hier hin. Dann könntest du noch eine Offhand Attack auf ihn da schießen. Verfehlt, aber macht nichts. Eieieiei. Oh, wir haben ihn geprone. Nice. Aber er hat richtig viel Damage gemacht. Tja, was können wir jetzt machen? Können wir nochmal ein Black Hole recasten? Der eine tot? Ich glaube, der eine ist tot. Dann ist nur noch er da. Ja, dann ein schönes Black Hole hier wieder absolut in den Hangar rein. Ist er da drin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber dann könnten wir auch mal hier rüberfliegen irgendwie. Und dann können wir ihn gegebenenfalls noch mit so einem Eldritch Blast weiter reinschmeißen. Komm, nehmen wir mal das Luck. Und paralyzen ihn, aber er ist immun. Naja, aber erstmal steht er jetzt da drin. Er hat noch 80 HP. Wie sieht's denn nochmal aus mit so einer Insektenplage? Rang 6, weil wir sowieso gleich wieder umschwenken. Und dann heal dich vielleicht selber mal hoch mit dem Rang 5er. 19, naja, besser als nix. Imp, du kannst eigentlich nicht viel machen, deswegen bleib mal da als Ablenkung. Gale. Du kannst was machen. Und zwar sowas hier. Damit sind alle da drin beschützt. Styrian. Schieß einfach. Er will jetzt natürlich auch in die Globe kommen, aber das macht nichts. Ja, ich weiß nicht, was ihr da tut, aber so funktioniert das nicht. Und wir schmeißen dich jetzt einfach wieder da raus. Und ab da wieder rein. Und dann können die anderen dir zumindest Schaden machen. Shadowheart, bist du eigentlich gerade unbesiegbar? Ich glaube schon, ne? Müsstest du doch zumindest. Mach einfach mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ein Guiding Bolt vielleicht, hat 5% Hitchance. Kannst du hier vielleicht gerade irgendwie rüberspringen oder sonst was? Wieso hin? So, was haben wir denn noch? Crusader's Mantle. Mach einfach mal eine Sacred Flame. Ja, er wurde gesaved, aber war irgendwie klar. Imp, du kannst gerade auch nicht viel machen. Außer vielleicht versuchen, ihn zu blockieren hier, dass er da nicht durch kann. Und Gale, schubst ihn mal noch weiter weg. Schön wieder in den Hangar rein. Styrian, Feuer frei. Sofern du da irgendwie drankommst. Der stirbt schon. Und wenn es durch den AOE ist. Wieso kann er da einfach durchrennen? Du weißt, was invulnerable heißt, Junge, ne?
Anscheinend nicht, sonst würde er da nicht die ganze Zeit draufhauen. Aber das macht nichts. Wir casten einfach wieder Black Hole und ziehen ihn wieder da rein. Der Plan ist, vielleicht einen Guiding Bolt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit auf ihn zu schießen. Ja, und jetzt hat er noch 12 HP. Imp, bleib einfach da. Gale. Weiß ich nicht, Scorching Ray. Versuch's einfach mal. Wunderschön. Jetzt lösen wir mal hier alles auf. Bevor wieder einer von uns stirbt, weil er irgendwo in so ein AOE rennt. Dann machen wir noch eine Short Rest und jetzt schauen wir mal, was unser Loot ist. Ein wunderschönes Sword of Chaos. Ist das ein Einhandschwert? Ne, ist ein Zweihandschwert, natürlich. Und ein Helm. Das können wir aber beides an Shadowheart schicken. Wer anders kann das ja sowieso nicht tragen. Ein Schlüssel und eine Map to Baals Tempel. Das brauchen wir. Use a round street hatch to enter the city sewers. Proceed northwest to find your way into the undercity ruins. Blood the skull to pass the door. Follow the trail of murder to the Baal Temple door. Praise Baal. Okay, northwest im Sewers. Nehmen wir mal mit. Und dann müssen wir da irgendwie Blut an irgendwas dran schmieren. Wie auch immer wir das tun. You gain dark vision. Auf 15 Meter already have it. The number you need to roll a critical hit, I think, is reduced. Okay, und dauntless. You can't be frightened and cannot be afflicted with other emotion altering conditions. Ja, ziehen wir den doch einfach mal an. Und das Schwert ziehen wir doch auch einfach. Ach nee, not proficient. Verdammte Kacke hier, ey. Na ja, gut, dann hat sich das aber immerhin erledigt. Dann ist Shadowheart halt weiter unser Tank. Ist ja auch ganz nett. Aber auf der anderen Seite, Attackers can't land critical hits. Can't be stunned. Und plus 1 auf Armor Class. Ja, ist schon gut, wenn es ein Tank ist, ne? Ich weiß es auch nicht. Die anderen beiden Sachen hier wären eher was für Lazel oder, wie hieß die eine nochmal? Karlach. Wenn man die mitnehmen würde, aber ja. Ja gut, dann sind wir jetzt wohl der neue Anführer des Kults hier, ne? Oder neue Richter, wie auch immer. Ja, wir warten auf den nächsten Trial. Die andere Frage ist, werden wir jetzt angegriffen, wenn wir versuchen, hier rauszugehen? Ich meine, technisch gesehen wissen die nicht, was hier abging. Oh, sie sind alle tot. Umso besser, mehr Loot für uns. So, wir müssen jetzt zu den Sewers, wenn wir zu Baals Tempel wollen, was, glaube ich, auch mein Plan ist. Weiß nicht, ob wir hier irgendwie in die Sewers reinkommen. Hier sind auf jeden Fall, hier ist noch eine Truhe. Aber ich glaube, hier sind gegebenenfalls Traps und sowas. Jesus. Gut, dass ich nicht einfach durchgelaufen bin. Oh, Jesus. Geht alle da raus. Kommt da raus. Jetzt muss ich warten, bis das Feuer weg ist. Obwohl, Gale, kannst du das irgendwie... So geht's auch. Jetzt rutschen wir wahrscheinlich hier aus. Ne, es ist einfach nur Wasser. Gut, hier ist eine Chest. Mit 40 Gold, wunderschön. Hat sich nicht gelohnt, ist aber egal. Wir wollen eh eine Long Rest machen. Wir noch eine Short Rest machen, dann sind wir auf jeden Fall voll, falls hier noch irgendwas passiert. Was haben wir jetzt gesehen? Ich weiß es nicht. Naja, erstmal wieder hier raus. So, der Sewer-Eingang war ja irgendwo hier oben bei diesen Pennern. Hier oben. Und dann muss ich gucken, wo genau hin. Irgendwie im Nordwesten sollen wir irgendeinen toten Schädel mit Blut bespritzen. Aber wie machen wir das? Finden wir vielleicht erstmal den Nordwesten. Das ist, glaube ich, erstmal ein guter Anfang. Der Nordwesten wäre hier ganz oben, wo es auch markiert ist. Das heißt, wir teleportieren uns erstmal hier rüber. Das ist doch das mit dem Baals-Tempel, oder? Undercity? Vielleicht? Ne, hier ganz oben. Wie kommt man denn da hin? Gehen wir vielleicht erstmal zu Undercity hier hoch? Weil ich wüsste nicht, wie wir sonst da hochkommen.
So, hier soll die Undercity sein. Was für ein Amulett. Ich wollte aber auch eigentlich nicht mit ihr reden. Was haben wir hier gerade gefunden? Ein Stein. Bluestone. Mit ein bisschen Gold. So ein paar Sachen. Hier was für Styrian. Grab das Arm-Tool. So, hier oben waren wir tatsächlich noch nicht. Was geht denn hier so ab? Undercity. Undercity Runes. Und hier wäre auch direkt ein Portal gewesen. Naja. Ich glaube, bevor wir hier mit irgendwem sprechen, sollten wir auf jeden Fall erstmal eine lange Rast machen. Ja, end the day. Ich weiß nicht, ob irgendwer reden will, aber wenn, dann würde uns das Ding ja schon sagen, was es anscheinend nicht tut. Also will wahrscheinlich keiner mit uns reden. Unser Bett ist immer noch voller Blut. Sollen wir davon mal was mitnehmen? Davon brauchen wir ja was. Das wäre ja ganz praktisch. Auf der anderen Seite, wenn das aus unserem Hinterteil rauskommt, brauchen wir das ja nur einmal gegen den Totenschädel reiben. Sieht vielleicht dann von außen ein bisschen merkwürdig aus, aber es ist, wie es ist. Ja, wir wollen wieder mit Tieren sprechen. Unser Imp ist noch da. Und Scratch hat was zu sagen. Nee, er hat etwas zu sagen. Wir schreien ihm einfach darunter. What you got there, Scratch? Remishka Tail? Danke dafür. Ich weiß nicht, wen du da umgebracht hast, aber ja, wir sind ja jetzt Assassinen, also passt das ganz gut, dass du jetzt auf einmal irgendwelche Schwänze von irgendwelchen Tieren oder so mitbringst. Ganz braver Hund. Kommt ganz nach dem Härchen, ne? Oh, dadurch haben wir auch ein Recipe unlocked. Ist ja umso besser. Gut, dann leave camp. Und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht. Hello there, voiceless penitent Bareki. Er lächelt irgendwie merkwürdig. Why you are running a shop here, are you? Shall we trade then? Okay. Oh, du hast kein Gold, du hast aber Bone Spike Helmet. Fury in the marrow when you rage. Hostile Creatures in... Okay, das bringt uns aber nicht so viel. Und hier... So fast genau die... Also vom Aussehen her ist es die gleiche, die wir anhaben. Luna Bestial Vitality. You gain 22 temporary hit points after casting Wild Shape. While those temporary hit points are active, reduce all incoming damage by 1. Und wir kriegen plus 2 auf die Armor Class. Klingt nicht schlecht. Das, was mich halt nur stört, ist, dass er kein Gold hat. Dann nächstes. Was hat er hier so in der Crate? Nix, okay. Können wir jetzt hier irgendwie außen rum gehen oder. Passageway? Wohin? Nach oben? Nach unten? Okay. Wie sind wir hier denn jetzt hingeraten? Und warum sind alle tot? Ich denke mal, die Truhen sind leer, oder? Dieses. Ich habe mir sowas ehrlich gesagt schon gedacht. Was hat Dixus für einen Debuff? Spellrot. Unless you are undead, each time you cast a spell, you receive 2 to 12 necrotic damage. Das haben wir alle bekommen. Ach, klasse. Ja, gut, wir machen hier mal, die Tür ist verschlossen. Wir ziehen uns mal alle zurück und bauen hier so ein Schutzschild bei uns auf. Ergo, Dolchfächer. Und du kannst ruhig noch versuchen, dich zu verstecken. Und Dixus geht hier so hin. Stört mich ein bisschen, dass du nicht weiterlaufen kannst, aber naja. Gale, gehst auch mal hier ganz hinten hin. Und jetzt machen wir, warte mal, wie lange hält das hier? 3 Turns. Okay. Dann mach das einfach mal hier so ganz an den Rand, dass kein anderer hier hin kann.
Vielleicht einfach so. Und dann blockieren wir den einfach den Weg. What the fuck? Okay, ich war eigentlich invulnerable, weil ich schon direkt da drin stand. Aber okay, dann machen wir das halt nicht. Und das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Per Spell-Level, ach du Scheiße. Ja, Shadow Heart, geh auch mal zurück. Du auch, alle hier hinten an die Wand. Und Dixis castet seinen Hangar. Aber das kann er noch nicht. Weil wir müssten den hier so hincasten. Genau so an den Rand, aber er steht da gerade im Weg. Machen wir mal Misty Step. Und bitte lass die Concentration nicht brechen, wenn du jetzt den Hangar castest. Verdammte Kacke! Ja, wir müssen warten, bis die kommen. Ja, Syrian, roll mal auf Luck. Das ist sehr schön, dass du das gesaved hast. Mir gefällt echt nicht, wie viele hier hinkommen, ey. Und mir gefällt auch nicht, dass wir keine Spells casten können. So, what the fuck? Wir haben fast einen Spellcaster. Asterion, versuch mal... Ich weiß es auch nicht. Versuch mal, den Dolchfächer hier direkt vor uns zu setzen. So, jetzt sind wir mal ein bisschen geschützt. Und dann schießt man noch auf ihn hier, weil er hier direkt drin steht. Xis, das sind hier auch Spells, ne? Und das Spells? Es steht kein Spell dran, nicht so wie hier dran wahrscheinlich. Ja. Egal, probier das trotzdem nochmal. Bei der Gefahr, dich umzubringen, aber naja. Jesus Christ, ey. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist das hier auch ein Spell? Auch ein Spell. Naja, wir müssen aber irgendwie dafür sorgen, dass die Viecher hier nicht so nah dran kommen. Hello Hart, bitte bring dich nicht um. Dass immer die scheiß Concentration direkt gebroken wird. Das ist doch kacke. Ich weiß aber auch nicht, was wir sonst machen sollen. Gale kann überhaupt nichts machen. Der könnte vielleicht ein Elemental darauf beschwören. Er hat ja nur Spells. Probier es einfach nochmal mit der Globe hier. Auf Wiedersehen, Gale. Ist halt die Scheiße, dass wir keine AOE haben, außer Asterions Dolchfächer da. Und der macht nicht genug Schaden. Ja, Shadowheart, was sollen wir machen? Kannst ja nichts anderes, hau einfach drauf. Reaction? Nee, die sind doch eh Poison-immun. Was soll das bringen? All of the Dead. Das ist ein Cantrip? Gilt das auch als Spell? Nein. Styrian? Tja, was kannst du tun? Du kannst schießen, aber vor dir steht halt direkt einer. Kannst du ihn so angreifen einfach? Das ist halt die Scheiße, dass vor dir einer steht. Der muss erstmal weg. Aber du kannst dich nicht bewegen. Dann gieß vielleicht einfach mal auf sie da. Und im Pau drauf. Ich hab draufhauen gesagt, nicht bewegen, aber egal. Die ganzen Hände laufen zum Glück da rein und sterben einfach. Oh Gott, eine 20. Nein, kein Crit bitte. Weiß halt nicht, ob wir Dixis aufstehen lassen sollten. Können es ja mal probieren. Shadow Heart kann ja sonst eh nichts machen. Weil Dixis wenigstens mit seinen komischen Fähigkeiten da irgendwas machen kann. Kannst du ihn jetzt hauen? Kannst du ihn auch so damit hauen? Das ist doch was. Dann hauen wir ihn nämlich direkt kaputt. Und dann können wir vielleicht noch eine Offhand Attack... ihn da. Natürlich verfehlen wir. So, wir können einen schönen Mindblast. Einfach mal so. Das sind nämlich alles keine Spells.
Das ist das Schöne. Und das war's auch schon wieder mit Dixis. Heb ihn wieder auf. Wir können dir keine Hilfe geben. Wir haben alle Probleme hier. Und jetzt vielleicht einfach mal Black Hole hier so hin. So, die erstmal alle aus dem Weg schaffen. Dann müssen die nämlich schön wieder da reinlaufen. Und kriegen nochmal Schaden. Wenn sie dashen müssen, ist auch gut. Dann können sie nämlich nicht angreifen. Und dann stellen sie sich auch noch den anderen in den Weg. Mysterion, wen hast du denn da so? Kannst du ihn angreifen? Ja, aber du kannst nicht viel machen. Naja. Xis. Kannst du eine Stage Fright machen? Das ist sehr schön. Und dann kannst du ehrlich gesagt nichts mehr machen, weil alles andere Spells sind. Außer vielleicht hier sowas. Ich weiß nur nicht, was das bringt. Das ist irgendein Command, aber das ist auch ein Spell. Ja gut, dann können wir ihn halt nur angreifen mit unseren Waffen. Wir brauchen keinen Luck. Er stirbt einfach. Was soll das? Du scheiß Penner, hast jetzt Gale getötet. Weg mit dir. Lebt sie noch? Ich glaube irgendwie nicht, weil ich kann sie nicht anvisieren. Das ist extrem merkwürdig. Naja, machen wir nochmal ein Black Hole. Einfach hier so rüber. Dass die schön alle da durch den Dolchfächer-Dings nochmal durch müssen. Mysterion, finish ihn mal mit der Offhand-Attack. Dann kostet das eine Aktion, wenn ich das auflöse? Nein, ne? Gut, dann kann er nämlich einfach da so hin. Meine Güte. Die Frage ist, nehmen, glaube ich, lieber erstmal einen Heiltrank. Wenn ich jetzt mit Remove Curse mache, habe ich das überhaupt gerade ausgerüstet? Bestow Curse, Remove Curse. Erstmal auf mich selber. Ja, es macht noch einmal Schaden. Aber das macht nichts. Dann können wir das nämlich Dixis auch geben. Und dann können wir eine schöne Revive hier auf Gale machen. Und mal kurz zwei Short Rests machen. Problem ist, die Tür ist immer noch zu. Die hat noch allerdings... Wir haben schon wieder den Curse? Wodurch? Einfach, wenn man hier irgendetwas anfasst? Naja, ist egal. Können wir gleich auch wieder entfernen. Wir gucken uns hier erstmal die ganzen Truhen an, wo nämlich schön viel Gold drin ist. Und dann schauen wir mal, dass wir uns gleich hier verpissen. Reaching Pickstaff. Nimm's einfach mal mit. Ist bestimmt was wert. Wir haben so viele Truhen. Mit Gold, Gold, Gold. I shall ascend with him. Where is he? Where is he? Promised life, eternal life, glory, riches. Where is he? Ja, das fragen wir uns doch alle. Ah, hier ist noch ein bisschen was für Styrian. Ein paar Pfeile. Und ein Gold Goblet? Bronze Goblet? Nein, nehmen wir trotzdem mit. Können wir verkaufen. Ja gut. Hier ist wieder ein Haufen Gold, wo wahrscheinlich zwei oder so drin sind. Naja, immerhin ein bisschen mehr. Und das können wir einfach mal zum Camp schicken. Was haben wir da denn? Hier ist doch die eigentliche Schatzkammer hinter. What the fuck? Was passiert hier? Jar of Mystic Carrison's Brain. Die Frage ist, was machen wir damit? Wir nehmen es jetzt erstmal mit, aber... Oh, Styrian, hier kannst du was knacken. Lockpick. Warum wird Styrian eigentlich nicht gecursed, frage ich mich. Auch eine Jar. Ein Sapphire, ein bisschen Oil und Toxins. Haben wir hier sonst noch irgendwo was? Alles sehr verstaubt. Ribcage. Funerary Jar Form and Function. The upper part of this tablet describes the necromantic ritual spells employed to inhere portions of a creature's spirit within
its extracted organs and then sealing these spirit-infused organs inside funerary urns and hiding them to preserve the life force contained therein. The bottom of the stone is crossed by a scratching of crooked letters that decipher as follows. A brilliant idea, but not an idea of genius such as the concept it inspires in me, where better to hide such precious treasure than inside the animated body of a guardian who doesn't even know it's there. Ja. Hat das vielleicht was mit dem Typen zu tun, der draußen rumläuft? Wir sind schon wieder so knapp vorm Überladen sein. Das kann mal an Shadowheart geschickt werden, das Geld. Haben wir sonst noch irgendwas, was so schwer ist? Wahrscheinlich einiges, aber hier sind diese Pike. Sind es auch einfach mal an Shadowheart. Dann haben wir erstmal wieder Platz. Die sind auch nicht gerade leicht, aber die nehmen wir trotzdem mal mit, weil es Quest-Items sind. Ja, schauen wir mal drauf, wo es hier rausgeht. In der City Ruins, wir sind... Wo sind wir hier? Ist nicht da, wo der Händler ist, hier direkt hinter? Wie kommen wir denn hier raus? Können wir die Wand einfach aufspringen? Nee, hier ist ein Hebel. Hello! Hat er jetzt was zu sagen? Who are you? Are you alright? Wunderschön. Naja. Die andere Sache ist... Oh, hier ist auch noch eine Tür. Wie kriegen wir die denn auf? Da habe ich keinen Totenschädel an der Tür gesehen. Bestimmt. I have an amulet of Baal. Let me pass. Dwarf. I have proven my faith to the tribunal. I'm an unholy assassin of Baal. Ja. Here, the amulet of Baal. Open Salami. Ich meine Animation, sie ist einfach offen. Wunderschön. Hier liegen... Ja, wir sollen ja den Toten folgen. Sehr viele Dolche. Ist hier noch mehr? Ich meine, hier hängen welche, aber... Na super. Na super. You are surprised? By whom? Da oben. Aber wir stehen noch auf eurer Seite. Styrian, zieh dich erstmal hierhin zurück. Und versteck dich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Sag mal, müssen wir hier raus? Oder was steht denn da? As part of the challenge to enter the temple, the affected entity has become a target of... Chanting Cultist, the Farslayer who can cast Pulse Powered Kill once its profane ritual ends. Exciting the Farslayer chanting range of 55 meters makes you invulnerable to the effect. Slaying the Farslayer stops the ritual and wins the conflict. Warum konnten wir jetzt nichts machen? Warte mal, er ist hier der Farslayer, er steht hier hinten. Kommen wir denn da irgendwie rüber? Machen wir vielleicht erstmal hier Misty Escape. Und dann erstmal hier runterfliegen. Jetzt sind wir auch Teil davon. Aber wir müssen ihn ja irgendwie töten. Not enough movement, um hier rüber zu fliegen. Ja, dann flieg erstmal so weit du kannst hier runter.
Hör doch auf, mir Damage zu machen, Penner da oben. Machen die sich auch die ganze Zeit unsichtbar? Absorb Elements? Meine Güte, hört doch mal auf! Was habe ich euch getan? Was hat Gale euch getan? Darf ich jetzt bitte? Kannst du denn hier hochfliegen, Shadowheart? Not enough movement. Können wir überhaupt uns bewegen, bitte? Hier unten sind noch mehr. Was geht denn hier ab? Ich habe auch keine Spellslots. Irgendwie gerade sehr kacke. Versteck dich erstmal hier, Gale. Und wir können uns... Können wir uns hier hochteleportieren? Not enough space kannst du mir nicht erzählen. Wir können hier hoch, okay. Die nächste Frage. Wir müssen ja erstmal ihn da ausschalten. Können wir erstmal fliegen? Irgendwie hier so rüber. Naja, wir sollten ihn auf jeden Fall fokussieren. Das hat erstaunlich wenig Schaden gemacht. Aber ich flieg gleich mal zu ihm rüber. Toll. Der verpisst sich! Der haut einfach ab, ey. Ich glaub's ihm ja wohl. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das wird nichts. Aber ich hoffe mal, dass nach der Tür ein Autosave war. Weil wenn er sich auch noch wegteleportiert, ich hätte ihn so sonst da runterschmeißen können, aber so. Hört doch einfach mal auf. Shadowheart, schnapp ihn dir. Das reicht, glaube ich, gerade so nicht zu ihm rüber. Das ist kacke. Haben wir noch was? Wir haben hier diesen Insektenschwarm. Mach den einfach mal. Oh, da steht noch einer. Warum kriegt er so wenig Schaden? Xis, geh einfach mal hier hin. Und mach so einen Repulsor. Auf Wiedersehen, Leute. Das funktioniert? Das war sehr verzögert, aber ja. Ja, danke dafür. Armer Gale. Asterion. Also was, flieg erstmal hier hin. Dann lösen uns unsere Form mal auf und gucken, dass wir erstmal ihn da angreifen. Schöner Crit. Und Shadowheart, flieg mal hier hin an den Rand und mach dann deinen Moonbeam. Obwohl, nee, das löst ja das Ding auf. Mach hier so einen Fire Strike. Irgendwie so wenig Schaden. Aber jetzt glaube ich ein bisschen mehr, aber naja. Können wir denn hier rüberfliegen? Auch nicht. Warum hast du nicht genug Movement Speed dafür? Dann flieg mal hier rüber. Ja, mit Dixis müssen wir noch warten. Der Vorteil ist, die können immerhin jetzt gerade nicht so viel machen. Wir müssen erstmal hier rüberkommen. Asterion, du musst irgendwie ihn da erreichen. Schieß ihn einfach ab. Wir müssen ihn unbedingt töten in den nächsten drei Runden. Nevermind. Das hat sich anscheinend gerade erledigt. Shadowheart, mach einfach mal sowas. Xis kann jetzt hier rüberfliegen. Und müsste doch von hier oben eigentlich schießen können, oder? Aber dann machen wir mal Folgendes. Dann machen wir erstmal ein schwarzes Loch hier so hin, dass die beiden betroffen sind. Damit locken wir den anderen nämlich noch raus. So, und dann schießen wir eins auf ihn. Und eigentlich eins auf ihn, aber das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Können wir ihn irgendwie am Fuß oder so erwischen? So, vielleicht noch einen Schritt nach vorne. Reicht das? Ja, das reicht gerade so. Sehr schön. Wir brauchen hier keinen Luck.
kommen die anderen beiden von da hinten an. Aber die lassen wir erstmal... Oh ne, wir sind außerhalb des Kampfes. Auch gut. Fedora, du kannst doch irgendwie hier so ein Special Heal machen, oder? Mass Cure Wounds, wenn du einen Spellslot regenerierst. Hiermit. Rang 3er. Ach, das ist Level 5er. Ja, dann nevermind. Weiß ich auch nicht. Ich fliege erstmal hier rüber und wir gucken erstmal an, was da so abgeht. Sind die noch da? Ansonsten würde ich nämlich versuchen, Gale wieder zu beleben, der hier ein bisschen verbrannt rumliegt. Die machen auf jeden Fall nichts, wenn sie da sind. Aber ich glaube, das nächste, was wir hier machen müssen, ist wahrscheinlich erstmal eine lange Rast. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Denn hier machen wir erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye, bye.